schütze ich mit der Impfung auch andere. Das ist eine der Fragen, die für die größte Verwirrung gesorgt haben. Kann ich als Geimpfte, als Geimpfter das Virus an andere weitergeben? Und mittlerweile haben wir sehr gute Daten, die zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, das Virus weiterzugeben, durch die Impfung reduziert wird. Im Detail ist die Situation die: Wenn ich eine Impfung bekomme, dann baut mein gesamter Körper Abwehrmechanismen auf. Aber jetzt ist es so, dass meine Schleimhäute, wo ja das Virus als erstes landet, so eine Art kleines lokales Immunsystem zusätzlich haben, und das wird durch die Impfung jetzt vielleicht nicht so direkt stimuliert. Und jetzt könnte es theoretisch sein, dass wenn das Virus auf meiner Schleimhaut landet, es sich dort schon ein bisschen vermehren kann, bevor das Immunsystem des Körpers drüber fährt und das Virus unschädlich macht. Und es wäre denkbar, dass in dieser Phase ich vielleicht sogar das Virus an andere weitergeben könnte. Und es ist diese Überlegung, wegen der immer so vorsichtig formuliert wurde, dass Geimpfte vielleicht auch das Virus übertragen könnten. Und das ist in manchen Medien leider so vereinfacht dargestellt worden, dass es geklungen hat, als würden Geimpfte das Virus genauso übertragen können wie Ungeimpfte. Aber das ist so nicht richtig und das hätte auch niemand erwartet. Mittlerweile haben wir mehr Daten und es sieht sehr gut aus. Man darf da nicht schwarz-weiß denken. Es ist nicht so, als könnte ich entweder das Virus gar nicht übertragen oder genauso übertragen wie ein Ungeimpfter. Ja, da gibt es Abstufungen. Und mittlerweile wissen wir, dass die Wahrscheinlichkeit, das Virus weiterzugeben, als Geimpfter deutlich reduziert ist. Wie sehr die Wahrscheinlichkeit, das Virus weiterzugeben, durch die Impfstoffe reduziert ist, wird sich zwischen den einzelnen Impfstoffen unterscheiden. Und da werden wir die nächsten Monate auch sicher noch viel dazu lernen. Aber man kann jetzt bereits sagen, dass ich durch die Impfung nicht nur mich selbst schütze, sondern auch andere.